Hallo liebe Zuschauer, hier möchte ich Ihnen gerne das Kamerasystem mit Bildschirm von LESHP vorstellen. Ja, in diesem großen Paket ist angekommen. Ich kriege das gar nicht richtig auf mein kleines Stativ hier drauf. Dazu aber gleich mehr. Ich zeige erstmal, was enthalten war. Neben dem zentralen Bildschirm hier hat hier auch zwei Antennen, die man ausklappen kann, nicht muss, kann. Hat es hier noch eine Festplatte, habe ich schon eingebaut. Eine, hier ist so eine Ständerfunktion, hier kann man das schön, wie man möchte, ausstellen und einschalten. Exemplarisch für die Kameras habe ich mal drei schon installiert. Eine habe ich noch hier nicht installiert. Aber drei reichen eigentlich auch erstmal zum Vorzeigen, wie es funktioniert. Es ist alles Plug-and-Play-System ist es. Das heißt, man braucht die nur einstecken und die werden direkt auf dem System installiert. Die App habe ich mir auch schon heruntergeladen. Dazu nachher mehr. Hier, das sind diese Kameras. Im Endeffekt mit Nachtsichtmodus. Und hier haben wir noch eine Antenne, die wird hier reingeschraubt und dazu noch Befestigungsmaterial und hier ein Imbusschlüssel noch dabei. Entschuldigung. So, hier kommt der Stromkabel rein. Das hier ist ein LAN-Anschluss, wenn man draußen LAN haben sollte, benötigt man aber nicht, da wir ja hier WLAN haben, das ist mir persönlich wichtig, aber wenn man wollte, könnte man das hier auch mit LAN-Anschluss verbinden. Ist hier mit einer Abdeckung versehen, damit das nicht feucht wird. Okay, das ist die Kamera. Dazu waren noch zig diverse, fünf Ladegeräte, Ladenetzstecker im Endeffekt. Natürlich muss Strom draußen vorhanden sein und innerhalb natürlich funktioniert das nur mit Strom. Dabei ist hier noch ein LAN-Anschluss dabei. Ja, das war es eigentlich. War natürlich alles ziemlich voll, ist schon alles angeschlossen. Ich versuche das alles ein bisschen zügig zu machen, damit ich auch alle Vorteile von der Kamera hier mal, von dem ganzen Set hier mal drauf kriege. Den Netzstecker von dem Bildschirm habe ich schon mal vorbereitet und eingesteckt, damit es auch schneller geht. Hier, ich mache es mal eben an. Hier an der Seite, ich hoffe, man kann es sehen, ich muss mal das Licht ein bisschen anders richten. So, hier gibt es einen HDMI-Anschluss. Hier kommt das LAN-Kabel, wird hier angeschlossen, damit man mit dem Set auch über Internet auf die Handys zugreifen kann von unterwegs. Dafür ist der LAN-Anschluss hier dran. Hier sind zwei USB-Anschlüsse. Einer ist für die Maus, die mitgeliefert worden ist, und hier kommt der Netzstecker rein im Endeffekt. So, das System sieht dann so aus. Ich mache mal das Licht eben aus. Da kann man es auch besser sehen. Ich kann mal die Maus einstecken hier. Ja, die Maus ist auch mit dabei. Die wurde auch mitgeliefert. So. So, und schon haben wir die drei Kameras, die ich hier installiert habe. Ach, ich wollte noch die HDD mal zeigen. Dafür ziehe ich das alles nochmal hier raus. Gehen wir auf Exit System. Okay. Shutdown. Okay, jetzt läuft das System runter. Ich wollte noch eben. Gut, Power Off kann ich drücken. Alles klar, dann ziehe ich meine Stecker. Ich wollte eben noch die Kamera zeigen. Ach, die Kamera sei schon die Festplatte. Dazu drehe ich das Ganze mal eben um. Sonst hatte sie hier keine Anschlüsse. Oben hier die zwei Antennen. Hier hole ich schon meine 1 Terabyte Festplatte raus. Ich habe mal bis 4 Terabyte Festplatten kann man hier einbauen. 3,5 oder 2,5. Ich habe eine 3,5er noch zufällig übrig gehabt. Dann habe ich diese genommen. So.
So, hier sitzt die Festplatte. Die wird einfach hier angeklemmt, hier oben in dem Bereich. Ich guck mal, ob ich die rausholen. Ja, ich kann die auch rausholen, damit man es auch mal ein bisschen sehen kann. So, ne, so habe ich hier eingesteckt. Im Endeffekt 3,5 Terabyte groß. Sollte definitiv reichen. Klar, wenn natürlich Einbrecher im Haus sind und das Teil mitnehmen, ist natürlich weg. Ne? Das nur mal informativ, aber so weiß man direkt Bescheid. Falls jemand sich draußen rumtreibt, ach, ich habe es falsch rum reingetan, und kann dann die Aufzeichnungen speichern. Man kann auch cloud-basiert die Sachen speichern, kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Beim Hersteller kann man hier eine Cloud reservieren, also Cloud Funktion, dann wird das alles online gespeichert. Da kann natürlich keiner was klauen. Da kann man später wieder zugreifen drauf. Das hier könnte man natürlich entnehmen. Das nur mal informativ. Aber über die Cloud-basierten habe ich noch keine, habe ich mich nicht schlau gemacht, ehrlich gesagt. Für mich reicht das hier erstmal vollkommen aus. Wenn da jemand rumfummelt, kriege ich da auf meinem Handy direkt Bescheid und kann dann dementsprechend reagieren. Das ist für mich wichtig erstmal. Ich wollte erstmal kein Geld ausgeben. Vielleicht mache ich das später mal. Für Leute, die ein Gewerbe haben, lohnt es sich auf jeden Fall. Für mich als Hauseigentümer eher weniger, glaube ich. So viel zu klauen gibt es hier bei mir sowieso nicht. Gut, ich stecke das jetzt wieder alles ein. Auf dem Gerät kann man auch die Festplatte formatieren. Dies muss formatiert sein. Nur das kann man alles über das Gerät hier machen. So, jetzt läuft das Gerät an. Auch über HDMI am Fernseher anzuschließen, ist dann das gleiche Bild, Entschuldigung, was ich hier auch habe, ersichtlich. Entschuldigung, dass ich ein bisschen schneller hier alles mache, weil ich muss in 15 Minuten alles irgendwie hinkriegen, sonst muss ich da die Videos konvertieren und so weiter. Dazu habe ich keine große Lust, ehrlich gesagt, und die Qualität leidet da ein bisschen drunter. Deswegen alles ein bisschen im Schnelllauf. Ich hoffe, man verzeiht mir. Den Bildschirm kann man separat auch ausschalten. Ne, den muss man nicht permanent anhaben. Das ist aber nur der Ausschaltknopf für den Bildschirm. Bisschen stromsparender. Ist auch direkt wieder da. Das System läuft trotzdem weiter. Gut. Wie man sieht, wird das System analysiert. Es sucht seine Kameras. Und ja, hat mir angezeigt, dass keine LAN-Kabel, dass kein LAN-Kabel angeschlossen ist. Dazu nachher mehr, wenn ich das mit dem Handy gleichzeitig zeigen werde. So, hier hat man die, ich habe hier die Maus und hiermit kann ich zum Beispiel auch die Bilder in groß machen. Wo ist das jetzt hier? Zum Beispiel das Haus kann ich jetzt in groß anzeigen. Man kann die Sensibilität anzeigen. Hier ist auch noch Besuch da. Hier habe ich den Fernseher am Lauf, nur damit man mal ein bisschen sieht, was für ein Bild hier vorhanden ist. Natürlich muss es alles ordentlich aufgebaut werden. Das ist jetzt nur mal exemplarisch. So, deswegen auch die vierte Kamera, die hier gerade hier liegt, habe ich natürlich nicht angeschlossen. Oder wenn ich die anschließe, ist auch Plug and Play und Strom drauf ist, wird sie auch direkt hier angemeldet und man hat auch direkt ein Bild. Gut, mit der rechten Maustaste kann man hier die ganzen Einstellungsmöglichkeiten machen. Auch die Benachrichtigung auf die App wird über das System hier gesteuert im Endeffekt. Nicht über die App, sondern über das System. Hier kann man einstellen, dass man eine Benachrichtigung möchte auf sein Handy und so weiter und so fort. Auch die ganzen Videos, die Video-Backups zum Beispiel, habe eben ein Backup gemacht. Video-Playback kann man zum Beispiel drücken. Dazu muss man das Passwort eingeben, Admin und leer lassen. Danach kann man das alles auch ändern. So, ich suche mal selber. So, jetzt hat es hier verschiedene Bewegungen detektiert. Hier in dem Bereich und hier in dem Bereich von den Uhrzeiten her. Ich gehe mal hier auf diesen Bereich und sage, ich möchte mal gucken, was hier passiert ist auf der Kamera 1 und 2. Mach mal, drück mal auf Playback. So, das ist jetzt die Sachen, die aufgenommen worden sind. Ich hatte erstmal nur zwei Kameras angehabt. So, jetzt kann man da hier weiter gucken, vorspulen. Ne, hier hatte ich Besuch gehabt im Endeffekt. Das kann man auch in groß machen. Das ist jetzt
eben aufgenommen worden. Jetzt habe ich die dritte Kammer in Betrieb genommen. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal Staub gesaugt. Das war aber vorher, glaube ich. Ne? Da gehe ich jetzt gerade spazieren. Ja, da habe ich den... Da, das ist ja ganz lustig. Hier kann ich mal zeigen. Hier habe ich das mit dem Fernseher zusammen gekoppelt und bin hier einige Sachen am Einrichten oder am Nachgucken, wie das funktioniert, oder habe da ein Bild gemacht davon. Das nur mal informativ, also nimmt die Festplatte sehr gut die ganzen Einzelheiten auf. Ne? Vierte Kamera ist wie gesagt noch nicht eingebaut, sonst hätte auch die vierte Kamera aufgenommen werden können. So, jetzt kann ich hier noch weiter vorspielen, was hier noch passiert ist. Vielleicht sehe ich hier noch was. Es dauert immer einen Moment, bis das alles reagiert, aber ist eigentlich trotzdem ziemlich zügig. So. Ja, ich schwummel da, glaube ich, immer noch ein bisschen rum. Ja, hier, weil mein Besuch da war, ist das hier, hat es natürlich dementsprechend aufgenommen. Gut, oder auch vielleicht wegen dem Fernseher, das kann auch sein. Also alles ist über. Ich gehe mal hier wieder raus. So kann man direkt erkennen, was passiert ist, wann sie aufnehmen soll. Hier ist auch gerade die Aufnahme am Laufen. Also hier läuft es nicht. Fernseher wird nicht detektiert als Bewegung. Hier wird gerade aufgenommen. Das erkennt man an dem roten Zeichen hier. Und ja, funktioniert sehr zuverlässig. Gleich gehe ich noch mal ein auf die App. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick bringen in das Gerät. Ziemlich selbsterklärend. Die Bedienungsanleitung ist ein bisschen dürftig, ehrlich gesagt. Da muss man sich ein bisschen reinfummeln. Aber man kann hier auf Deutsch umstellen, das ganze System. Wenn Fragen sind, kann man mich auch mal fragen. Am Anfang wird ein Setup gemacht. Ne, das kommt am Anfang hier. Kann man die App herunterladen durch einen QR-Code oder eine Android- oder iOS-App kann man hier runterladen. Das funktioniert wunderbar. Hier kann man die Cloud-ID, die ist dann hier wichtig, um Verbindung zu kriegen zum System selber. So, da kann man hier noch die Sprache einstellen. Ich hoffe, man kann das sehen. Englisch ist hier vorgewählt. Ich lasse es erstmal auf Englisch. Man kann aber auch auf Deutsch ändern. Das Deutsch ist aber auch ein bisschen verenglischt. Ich muss hier runterspulen. So, hier ist auch Deutsch vorhanden. Ich hoffe, man kann das sehen. Deutsch. Ja, ist alles erstmal möglich. Oh, jetzt habe ich die Sprache auf irgendwas Kyrillisches. Nee, das wollte ich aber wirklich nicht haben. Ich lasse es erstmal auf Englisch. So, und cancel das Ganze mal, weil sonst erkenne ich dann nachher nicht. Okay, so, wie gesagt, in den Videoeinstellungen kann man hier einiges einstellen. Ja, mit Internet natürlich auch auf das Handy übertragbar und gleichzeitig auch anschaubar, was hier online passiert. Das werde ich gleich in kurzer Zeit mal mit zeigen, wenn das hier am LAN-Anschluss angeschlossen ist. Fürs Erste, ja, man kann natürlich hier, ich suche hier gerade ColorArches System Setup. Ja, in dem System Setup, da kann man die ganzen Aufnahmen und wie sie aufnehmen sollen, welche Empfindlichkeit die Aufnahmen haben sollen, bis sie reagieren und so weiter, kann man alles hierüber steuern. Das ist im Endeffekt hier die Zentrale, die Aufnahme, wann die geplanten Aufnahmen sein sollen. Von hier ist es erstmal den ganzen Tag im Endeffekt. Also hier hat man die ganzen Möglichkeiten, die Bitrate, IP-Kamera, System, Admin, mal gucken, was hier drin steht. Ja, auf jeden Fall kann man sich hier austoben und dementsprechend das Ganze einrichten. Von mir erstmal ein Dankeschön fürs Zuschauen und gleich geht's weiter. Danke. So, nur mal kurz für zwischendurch. Man kann auch, wenn man hier auf Alarm-Settings oder System-Setup geht, hier auf Channel Setup, ich zeige es mal eben hier, so, nur mal kurz, damit man das auch sehen kann. Channel Setup,
gehe ich mal eben rüber. Videodetektion, da kann man zum Beispiel einstellen die Sensibilität auf hoch oder medium oder low oder noch lower und so weiter, wie man das möchte, ne, wenn jetzt irgendwelche Sachen stören sollten. Den Bereich kann man einstellen, wenn jetzt hier Bäume dabei sind, die störend sind, ne, dann kann man die hier anklicken und dieses aus dem Video herausnehmen, zum Beispiel auch meine Couchgarnitur hier kann man hier rausnehmen, damit das nicht immer ständig aufnimmt. Währenddessen, ne, kann man hier auch diese Bäume hier rausnehmen. Das kann man hier wirklich wunderbar machen. Oder wenn eine Straße im Weg ist, damit man die Autos nicht mitfilmt, kann man das hier alles schwärzen. Dann wird das auch nicht aufgenommen und auch nicht detektiert als Bewegung. Das nur mal informativ, damit man da so ein bisschen mal Bescheid weiß. Hier die Plane, dass die ständig immer im Video dann eine Aufnahme erzwingt. Das kann man alles mit dem System hier ändern. Man muss nicht den Fernseher mit dazu nehmen, kann es direkt hierüber machen. Das nur mal informativ. Es gibt, so, ich gehe mal zurück. Man kann auch hier den Alarm einstellen, den App-Alarm einstellen. Ja, nein. Ne, hier muss man auf Ja drücken, also anklicken, damit man den App-Alarm auch bekommt. Sonst benachrichtigt das nicht das jeweilige Handy, iOS oder Android. Dankeschön und bis gleich. Ja, willkommen zurück. Jetzt mal eben mit dem Handy. Hier ist diese App, die nennt sich IP Pro. Die kann ich mal eben öffnen. Hier ist mein Fernseher und mein großer Fernseher. Ich habe mal alles drei jetzt hier zusammen. Ja, und zeige mal gerade das Echtzeitbild. Kann ich jetzt auch mal drauf scrollen. Auf die Tür zum Beispiel, die ist gerade auf. Wenn ich Doppelklick mache, geht es wieder zurück. Jetzt bin ich hier selber am Fernseher, hier sichtbar im Endeffekt. Ne? Hier in der Ecke stehe ich oder sitze ich hier und filme das Ganze. Ja, funktioniert einwandfrei, also auch mit Internet, wenn man unterwegs ist, ist das kein Problem. Funktioniert einwandfrei, schönes System mit App-Benachrichtigung und ja, da kann man kontrollieren, was hier los ist. Im ganzen Umfeld. Man kann auch hier im Endeffekt, so wie man sehen kann, das Ganze aufnehmen auf dem Handy oder Bilder schießen auf dem Handy. Dann hat man das auch gesichert. Dazu braucht man nur, ich guck mal, ob das hier möglich ist, ja, hier auf Video drücken. So, Aufnahme gestartet, ne? Und dann kann man die Aufnahme auch wieder beenden. Wenn mein Fingerabdruck richtig funktioniert. Ich guck mal gerade, so. Jetzt hat man es beendet. Okay, lieben Dank fürs Zuschauen. Das war nur ein kleiner Einblick. Das System ist wirklich sehr umfangreich und auch die Bedienung ist eigentlich recht schnell. Plug and Play lässt sich gut installieren. Und die Einstellmöglichkeiten sind hier wirklich sehr, sehr groß. Also von Bereichen, die nicht mitgefilmt werden sollen, über Handy-App-Benachrichtigungen und so weiter und so fort, kann man hier alles gut und schnell einstellen. Den Bildschirm kann man auch ausschalten, wenn man möchte. Hier ist ein Knopf, der muss ja nicht immer an sein. Ne? Man kann dann, das System läuft trotzdem weiter. Ne? Das sieht man hier an diesem Punkt. Man kann es auch wieder einschalten im Endeffekt, dann ist das Bild wieder da. Lieben Dank fürs Zuschauen, einen schönen Tag noch. Danke.